Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Die 9. Armee muss zurückgenommen werden, sonst wird sie eingekesselt und aufgerieben. Wir müssen sofort... Die 9. Armee wird nicht zurückgenommen. Sagen Sie, Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Buck. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer sind Sie, dass Sie es wagen, Sie meinen Befehl zu widersetzen? So weit ist das also gekommen. Das Militär hat mich belogen! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Nicht als Feiglinge! Verräter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militär meine Aktionen nur behindert. Es hat mir jeden nur erfüllten Widerstand in den Weg gelegt. Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere registrieren zu lassen, wie Stalin. Himmler hat in Lübeck den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. Bei der Grafen Bernadotte. Der englische Rundfunk berichtet das. Himmler. Und euch ausgerechnet Himmler! Der treueste der Treue. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Göring, ja. Der war korrupt, immer schon. Speer, ja. Ein wildfremder, unberechenbarer Künstler. All die anderen, ja. Aber Himmler, ja, ist er wahnsinnig geworden. Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank. Ja, vielleicht schon tot. Bitte, lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Rötschel ein. Und holen Sie mir Fegelein! Mein Führer, wir wissen nicht, wo er sich im Moment aufhält. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant. Er muss zur Verfügung stehen. Kapitulieren niemals! Das ist empörend! Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Roten erobert und werde die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Roten verteidigen. Die wenigen Stunden, die ich noch als deutscher Reichskanzler zu leben habe, werde ich nicht dazu benutzen, meine Unterschrift unter eine Kapitulationsurkunde zu setzen. Wir müssen die Zivilbevölkerung schützen. Der Befehlsführer ist unumstößlich. Egal, was passiert, wir werden nicht kapitulieren. Wir müssen Verhandlungen aufnehmen. Ich wiederhole, meine Herren. Eine Kapitulation unterschreibe ich niemals. Setzen Sie sofort ein Schreiben an Marschall Schukow auf. An Marschall Schukow? Was geht hier vor? Das ist doch alles Wahnsinn. Wir müssen die Stadt den Russen übergeben. Dann muss ich sie erschießen. Der Führerbefehl verbietet jede Kapitulation.